ist eigentlich Betrug. Ich bin echt wütend auf die Herren, die uns abzocken. Insgesamt rechnen wir, dass wir über 100.000 Euro verloren haben. Und ich stehe jetzt auf der Straße. Der Traum vom Eigenheim. Niedrige Zinsen locken viele in dieses Abenteuer, aber immer wieder nehmen sich undurchsichtige Firmen das Geld und lassen verzweifelte Menschen und trostlose Bauruinen zurück. Derzeit sind es viele Senioren, die ihr Erspartes in altersgerechtes Wohnen investieren wollen und nahezu alles verlieren. Und damit herzlich willkommen zu Plus Minus. Der Kauf einer Immobilie, das scheint derzeit absolut erschwinglich. Und weil viele darüber nachdenken und das auch machen, werden ebenso viele dubiose Bauanbieter angelockt. Für die Opfer bleiben häufig zerplatzte Träume und offene Rechnungen zurück. Dieses Haus in München sollte längst fertig sein. Wir treffen Meledine Kotori und Gabriele Leira. Die beiden Frauen haben sich hier Eigentumswohnungen gekauft. Vor 7 Monaten hätten sie einziehen sollen. Seit Januar oder Februar wird hier nichts mehr gebaut. Und die trösten uns nur hin. Sie wollten vorsorgen fürs Alter. Mit einem eigenen Zuhause in einem barrierefreien Mehrfamilienhaus. 8 Parteien, ein Projekt 50+. Beide Frauen haben viel Geld investiert. Über 200.000 auf alle Fälle, oder? Bei mir sind es knapp 200.000 Euro, was ich bisher bezahlt habe. Für Grundstück und diesen Rohbau. Also es wären jetzt noch bei mir 57.000 offen, aber darf ich es nicht fertig kriegen. Sie haben mehr bezahlt, als ihre Baufirma, die Scouthaus GmbH, geleistet hat. Zuerst kommt es auf der Baustelle zu Verzögerungen. Dann sind die Verantwortlichen kaum mehr erreichbar. Inzwischen wird gar nicht mehr gebaut. Zwielichtige Machenschaften? Was die Frauen hier erleben, ist kein Einzelfall. Wir finden weitere Scout-Baustellen. Auch hier geht schon lange nichts mehr voran. Dieses Haus sollte eigentlich seit 1,5 Jahren fertig sein. Handwerker berichten uns, dass die Baufirma nicht mehr bezahlt hat. Egal, mit welcher Firma du sprichst, uns fehlt auch noch Geld. Es ist eine reine Abzocke. Mit seinem 7-Mann-Betrieb hat Ralf Künkel hier den Rohbau erstellt. Fast 60.000 Euro schuldet ihm Scout, sagt Künkel. Für seinen kleinen Betrieb das Aus. Ich kann machen, was sie wollen. Ein Handwerker, der steht dort wie ein Depp. Was willst du machen? Gehen Sie mal auf ein Gericht, nehmen Sie mal ein Gericht, den Rechtsanwalt, den kann nicht bezahlen. Macht er nicht. So einfach ist es. Was ist das für ein Unternehmen? Wir stoßen auf eine ganze Firmengruppe. Scout House und Scout Estate schließen die Verträge mit den Käufern. Eine weitere Firma, Scout Bau, macht den Rohbau. Sie hat Ralf Künkel nicht bezahlt. Inzwischen hat sie Insolvenz angemeldet. Telefonisch und schriftlich erreichen wir keine der Firmen. Wir fahren zum Unternehmenssitz der Scout Estate. Aber die Verantwortlichen sollen auch nicht im Büro sein. Der Empfang wimmelt uns ab. Die Suche nach dem Firmenchef wird uns noch bis ins Rotlichtmilieu führen. Unternehmen wie diese Scout-Firmen sind in der Branche bekannt. Laut Bauherrenschutzbund gibt es mittlerweile viele Firmen, die die Häuser nie fertig bauen. Wir haben eine ganze Reihe von Fällen bundesweit. Denen fehlt einfach das Geld. Und die stopfen dann ein Loch mit dem nächsten. Das heißt, von dem nächsten Bau nehmen sie wieder das Geld, um am ersten weiterzubauen. Irgendwann kollabiert das System. Dahinter steckt immer wieder dieselbe Masche. Viel zu hohe Zahlungsraten, vor allem zu Baubeginn. Die erbringen geringfügige Leistungen, sammeln dafür relativ hohe Beträge ein und machen dann anschließend den Weg in die Insolvenz, um auf die Art und Weise das Geld zu behalten, das dann verschollen ist, weg ist, aus dem Unternehmen rausgebracht worden ist und der Verbraucher ist der Dumme. Oft handelt es sich um kleine Gesellschaften. Im Insolvenzfall haften sie gerade mal mit 25.000 Euro. Viel zu wenig, um Bauherren und Handwerker auszuzahlen. In Leverkusen kämpft gerade Familie Güldammler um ihr Eigenheim. Aus 8 Monaten Bauzeit sind bisher über 2 Jahre geworden. Wir müssen 4 Wochen einziehen. Und wie Sie sehen, ist es noch im Rohbau. Und wir wissen ja gar nicht, wie wir das jetzt bewältigen sollen. Sie fühlen sich gleich von 2 Firmen im Stich gelassen. Das erste Unternehmen, Opus Novus, verlegt die Bodenplatte. Dann passiert nichts mehr. Trotzdem verlangt die Firma weiter Geld von der Familie.
Es wurde am Tag mehrmals angerufen, dass wir da bezahlen sollen. Und dass, wenn wir nicht bezahlen, das nicht weitergeht. Und wir wollten natürlich das Eigenheim haben. Und dann ist nichts dabei Schlimmes gedacht und das Geld bezahlt. Der Bau geht dennoch nicht weiter. Schließlich beauftragt die Familie eine neue Baufirma. Wieder gibt es Probleme. Wieder soll die Familie für noch nicht erbrachte Leistungen zahlen. Inzwischen wohnen die Güldamlers in ihrem Haus. Aber nur, weil sie vieles selber gemacht und für zusätzliches Geld eigene Handwerker engagiert haben. Als Laie ist es auch nicht einfach, die ganzen Handwerker zu koordinieren, wer was wann wo zu tun hat oder machen soll. Und da war die große Herausforderung. Wir konfrontieren die Baufirmen. Vom ersten Unternehmen, Opus Novus, verlangt die Familie rund 30.000 Euro zurück. Auch hier erreichen wir vor Ort niemanden. Schriftlich heißt es lediglich, wir wollen die Vereinbarung erfüllen. Doch darauf wartet die Familie schon seit einem Jahr. Die zweite Baufirma, ihr Baupartner, verweist auf ein laufendes Verfahren und äußert sich nicht weiter dazu. Rund 100.000 Euro hat die Familie höchstwahrscheinlich verloren. Schlafen tut man sowieso nicht mehr. Weil der Gedanke jedes Mal da ist, schaffen wir es, nächsten Monat alles zu bezahlen. Ja. Zurück in München bei Meledine Kotori und Gabriele Leira. Wann ihre Eigentumswohnungen fertig werden, ist unklar. Gabriele Leira hat ihre bisherige Wohnung verkauft, um sich die neue leisten zu können. Jetzt muss sie ausziehen. Alles wäre schon längst drüben in der Kulturheimstraße. Einzugstermin war Dezember, hätten wir gehabt, gell, Vera? Ganz genau. Mhm. Ich stehe jetzt auf der Straße. Aber ich werde aufgenommen von meiner Tochter. Eine Mietwohnung kann sie sich nicht leisten. Sie muss in das Kinderzimmer ihrer Enkelin ziehen. Ja, das ist jetzt meine Bleibe. Wie viel Quadratmeter sind es? 80? Boah, ich kann mir das jetzt noch gar nicht vorstellen. Es wird schon heftig. Die Verantwortlichen reagieren immer noch nicht. Der Hauptakteur, Georg Etterer. Er ist oder war an allen Scout-Firmen beteiligt. Und wir stoßen auf eine weitere Firma fernab der Baubranche. Georg Etterer betreibt ein Bordell in Augsburg. Ob wir ihn hier finden? Wir wollen ihn mit der Not der Hauskäufer konfrontieren. Wieder nichts. Wir erfahren, der Chef kommt nur ganz selten vorbei. Für uns und die Hauskäufer bleibt Georg Etterer ein Phantom. Wir finden in einem sozialen Netzwerk lediglich dieses Foto. Für Verbraucherschützer ist das ganze Versteckspiel keine Überraschung. Immer wieder tauchen Firmenchefs ab. Die Geschädigten haben kaum eine Chance, ihr Geld wiederzubekommen. Die Gerichts- und Anwaltskosten berechnen sich nach dem Gegenstandswert, das ist so. Das ist ein teurer Spaß. Kaum ein Bauherr hat noch so viel Luft in seinen finanziellen Möglichkeiten, dass er dann anschließend noch einen Prozess führen kann. Das ist das Problem. Also eine baubegleitende Überwachung, da gibt es ja alle möglichen Angebote von der Verbraucherzentrale, eben auch die Vorortbesichtigung durch Architekten, die sollte man in Anspruch nehmen, wenn man nicht ausreichend selber Kenntnis im Bereich hat. Nachdem die Scout-Firmen 4 Wochen auf unsere Anfragen nicht reagiert haben, bekommen wir gestern Abend ein Anwaltsschreiben, in dem die Vorwürfe bestritten werden und die Schuld am Bauverzug einem Subunternehmer zugewiesen wird. Man bedauere zudem, schon im eigenen Interesse die Leistungsstörungen im fraglichen Objekt sehr. Nein. Meledine Kotori und Gabriele Leira helfen Schuldzuweisungen auf andere Firmen nicht weiter. Es ist wirklich unfassbar, dass sie das machen können. Ich fahre auch nicht mehr oft vorbei. Weil es bringt ja nichts, hier jedes Mal weinend zusammenzubrechen. Der Baufirma haben die Frauen gekündigt. Sie versuchen nun mit eigenen Handwerkern weiterzubauen und hoffen, dass sie in einem Jahr endlich einziehen können. 2 Jahre später als geplant. Weitere Tipps, wie Sie sich davor schützen können, die gibt es auf der Plus-Minus-Facebook-Seite, wo wir uns natürlich auch auf Ihre Kommentare freuen.
Die Rente mit 63, die gibt es seit über einem Jahr und sie wird genutzt, viel genutzt sogar, und zwar deutlich mehr, als die Regierung das erwartet hatte. Gleichzeitig aber wollte man auch eine Lösung schaffen für diejenigen, die noch weiterarbeiten wollen. Also wenn man sich selber noch fit fühlt, noch Geld verdienen will oder muss. Und der Chef sagt, Mensch, ich kann dich und deine Erfahrung sehr gut gebrauchen. Vielleicht bis 68, 69 oder vielleicht sogar 70. Flexirente, so heißt das Modell. Doch die Koalition wird sich nicht einig. Die Arbeitsgruppe ist so gut wie gescheitert. Zum Schaden derjenigen, die gerne weiterarbeiten würden. Dieser Mann leistet gerade Pionierarbeit. Als einer der ersten Arbeitnehmer in Deutschland will Klaas Beyer Flexi-Rentner werden. Sein Arbeitsplatz ist der Untergrund. Er leitet eine Tochtergesellschaft der Berliner Verkehrsbetriebe und ist Chef von 19 Mitarbeitern. Alles schön? Sein Job macht ihm so viel Spaß, dass er den Ruhestand um ein paar Jahre hinauszögern möchte. Er ist für die Vermarktung der Ladenflächen in den U-Bahnhöfen zuständig. Ein neues Gesetz ermöglicht ihm, die Mieter der Geschäfte und Cafés auch nach seinem 65. Geburtstag weiter zu betreuen. Vollzeit mit einem befristeten Vertrag. Als ich davon gehört habe, habe ich gedacht, okay, das ist genau auf dich zugeschnitten. Und dann habe ich mir überlegt, drei Stufen muss ich gehen. Erstens zu Hause, ja, wir haben das diskutiert, passt. Zweitens meine Mitarbeiter, weil die brauche ich natürlich und die möchte ich auch gerne haben. Und die haben auch sehr positiv reagiert. Und dann bin ich zur Firmenleitung gegangen und die Firmenleitung hat gesagt, oh, Sie, Herr Beyer, vielleicht auch ein bisschen deshalb, weil man in unserem Unternehmen noch nicht ganz so weit ist. Und wir haben uns verabredet, dass darüber nachgedacht wird. Und ich gehe davon aus, dass das positiv entschieden wird. Eigentlich möchte er nur ein Gesetz in Anspruch nehmen, das schon seit Juli 2014 in Kraft ist. Aber mit diesem Wunsch hat er die Unternehmensleitung ganz schön ins Schwitzen gebracht. Der Wille, ihn in der Firma zu behalten, ist da. An der Umsetzung allerdings hakt es noch. Wir beschäftigen dann Mitarbeiter, die viele, viele Jahre für uns gearbeitet haben, weiter. Das heißt, die erwarten von uns vertrauensvollen Vertrag. Den wollen wir ihnen auch geben. Und wir müssen derzeit prüfen, wie sieht so ein Vertrag aus? Wie können wir das umsetzen? Und das wissen wir im Moment noch nicht. Während die Rente mit 63 boomt, ist die Flexirente unseren Recherchen zufolge in deutschen Unternehmen bislang gar nicht beliebt. Der Sprecher einer Industrie- und Handelskammer teilt uns in einer E-Mail sogar mit: Das Thema länger arbeiten spielt so gut wie keine Rolle in der Praxis. Das wollen die Arbeitnehmer generell nicht. Kritiker behaupten zudem, die befristeten Arbeitsverträge für ältere Kollegen würden einer gerichtlichen Prüfung möglicherweise nicht standhalten. Und dieses Risiko will kaum ein Betrieb eingehen. Ratlosigkeit bei der Unternehmervertretung. Wir teilen diese Zweifel ausdrücklich nicht, aber diese Zweifel können natürlich dazu führen, dass die Bereitschaft von der Regelung Gebrauch zu machen noch nicht in dem Maße verbreitet ist, wie das wünschenswert ist. Wir haben aber bei uns auch in den Nachfragen spürbar einen Anstieg der Fragen, wie beschäftige ich Ältere. Tatsächlich sind in deutschen Betrieben derzeit mehr ältere Mitarbeiter beschäftigt als noch vor einigen Jahren. Allerdings nicht als Flexirentner. Werkzeugmacher Heinz Volkert zum Beispiel macht viel lieber auf 450-Euro-Basis weiter. Es reicht ihm völlig aus, seine jungen Kollegen noch an drei Vormittagen pro Woche zu unterstützen. Der Wunsch nach einer befristeten Vollzeitbeschäftigung ist an den Chef dieses Handwerksbetriebes noch nie herangetragen worden. Grund für das Desinteresse sind wohl auch die völlig sinnlosen Sozialabgaben, die für Flexi-Rentner anfallen. Man würde Rentenversicherung bezahlen und Arbeitslosenversicherung. Das ist ein bisschen eine Krux an der Sache, was eigentlich nicht logisch ist. Aber es ist so, wir können da nicht eingreifen in die Gesetzgebung. Senioren können nicht mehr arbeitslos werden. Ihre Rente ist bereits einbezahlt. Und trotzdem fallen weiter Beiträge an. Das schreckt viele ab. Carsten Linnemann, dem Erfinder der Flexirente, ist klar, dass an diesem Punkt dringend nachgebessert werden muss. Wir treffen ihn im Bundestag und konfrontieren ihn damit, dass das Gesetz bislang ein Ladenhüter ist. Wir reden hier über einen Mentalitätswechsel hin zum längeren, freiwilligen Arbeiten, für die, die es können und wollen. Und das muss sich natürlich in die Köpfe der Arbeitgeber und Arbeitnehmer festsetzen. Und das dauert.
Zurück zu Klaas Beyer in den Berliner Untergrund. Er hat sich das alles einfacher vorgestellt und ist froh, dass er seinen Wunsch nach einer Flexirente frühzeitig geäußert hat. Jetzt ist er 61. Bis er das Rentenalter erreicht hat, könnte sein neuer Vertrag dann tatsächlich unter Dach und Fach sein. In Griechenland wird heute wieder abgestimmt. Es geht um die Frage, mal wieder Hilfspaket, ja oder nein. Doch auch wenn es weitere Rettungsmilliarden geben wird, allen ist eigentlich klar, Griechenlands Wirtschaft muss wachsen. Doch die große Frage ist, wie will Griechenland wachsen und auch mit wem? Denn immer mehr junge, kluge Köpfe verlassen Griechenland, weil sie weder Vertrauen zu ihrem eigenen Staat haben, noch dass sie durch die Sparmaßnahmen Hoffnung haben, dass es besser wird. Sie will nicht mehr. Ihre Wohnung hat die Griechin vor wenigen Tagen gekündigt. Genauso wie ihren PR-Job in Athen, den sie vor 5,5 Jahren angenommen hat, obwohl sie eigentlich überqualifiziert war. In Griechenland sieht Elena Stakouraki für sich keine Perspektive mehr. Heidelberg ist deshalb das Ziel der Übersetzungswissenschaftlerin. Dort will sie promovieren und arbeiten. Karriere in Griechenland funktioniert oft nur über Beziehungen, sagt sie frustriert. Ich habe es 5,5 Jahren wirklich versucht mit all meiner Kraft, aber es gab kein Entwicklungspotenzial in diesem Job. Deshalb habe ich ihn verlassen. Ihre Entscheidung auszuwandern fiel ihr nicht leicht, wegen ihrer Familie. Sie selbst hat Deutschland bei einem Studienaufenthalt kennen und schätzen gelernt. Natürlich gab es auch dramatische Szenen mit meinen Großeltern, die dachten, wir sterben und wir haben dich nicht bei uns. Deshalb sage ich, dass es nicht keine einfache Entscheidung ist, aber es ist eine Not einfach. Es ist das, was ich jetzt brauche. Akademiker wie Elena Stakouraki und gut ausgebildete Fachkräfte, sie verlassen Griechenland derzeit fluchtartig. Es geht bei der Krise eben nicht nur um viel Geld, sondern auch um diese Menschen, die gehen. Und davon profitiert auch Deutschland. München. Dann alle zusammen. Anna. Machi Zazali, 28, ist schon seit 3 Jahren in Deutschland. Seit der ersten Krisenwelle in Griechenland. Sie arbeitet als Erzieherin an der AWO-Betriebskindertagesstätte von Infineon. Nach 4 Jahren Erzieherstudium bekam sie in Griechenland keine Arbeit, jobbte als Verkäuferin bei einem Bäcker und im Supermarkt. Nicht gerade ihre Erfüllung. Das ist nicht, was ich will. Ich kann sehr, sehr gut nur mit Kindern umgehen. Das habe ich gelernt, das kann ich sehr, sehr gut machen. Hier hat eine Möglichkeit und bin ich hergekommen. Gut 1.700 Euro netto verdient Machi. Doppelt so viel wie bei ihren Jobs in Griechenland. Für mich ist es sehr, sehr gut. Ich kann eine Zukunft bauen. Dafür hat sie auch gekämpft. Zu Beginn hat sie am Tag 8 Stunden lang Kinder betreut und dann noch 3 Stunden Deutschkurs gemacht. Wichtig für ihren Job. Inzwischen hat sie sich gut eingelebt. Ihre Arbeit macht ihr Spaß. Sie wird von den Kindern geliebt und von den Kolleginnen geschätzt. Mir geht's gut. Ich bin froh, dass ich da bin. Ich habe alles geschafft. Ich habe neue Freunde. Ich finde, das hier ist alles momentan super. Allein in dieser Kindertagesstätte arbeiten noch 2 weitere Griechinnen. Sie lindern hier den Mangel an Erzieherinnen. Wir haben aktuell 24 Griechinnen bei der AWO München beschäftigt und machen da sehr, sehr gute Erfahrungen. Die Pädagogik, die die in Griechenland lernen, passt ganz gut zu unserem Konzept. Und wir werden natürlich versuchen, weitere Mitarbeiterinnen in Griechenland zu rekrutieren. Berlin. Professor Alexander Kritikos ist Forschungsdirektor am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Sein Vater, Physiker, kam 1957 aus Griechenland nach Deutschland. Damals, nach dem Bürgerkrieg, verlor das gebeutelte Land viele Fachkräfte. Die Situation heute sei ähnlich dramatisch. Das gelte besonders für die Spitzenforscher im Land. Die sind nämlich eine echte Ressource. Die Griechen machen 0,15% der Weltbevölkerung aus. Ihr Anteil an den weltweiten Spitzenforschern liegt dagegen bei 3%, ist also 20-mal so hoch. Sie verlassen das Land reihenweise. Zum einen gehen die Forschungsmittel
permanent zurück. Viele wissen derzeit nicht, wie es mit ihnen weitergeht. Viele haben auch seit Monaten keinen Lohn bekommen. Sie werden vertröstet mit dem schlichten Satz, arbeite weiter, wenn wir können, bezahlen wir dich wieder. Also da steht vielen, auch in Griechenland, die dort geblieben sind, wirklich das Wasser bis zum Hals. Und viele sehen sich einfach um. Diese Menschen fehlen sozusagen für einen möglichen Aufbau im Land. Buchball Berlin. Am renommierten Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin treffen wir die junge Wissenschaftlerin Maria Bicou. Sie kam vor 2 Jahren aus Athen. Sie und ihre Kollegen machen Grundlagenforschung, sind auf der Suche nach einem Schlüssel im Kampf gegen schwere Krankheiten. Spitzenforschung, die Geld, Technik, Zeit und Know-how benötigt. Genau deswegen hat sie sich für das Zentrum entschieden. Als Wissenschaftlerin muss ich mobil und flexibel sein und auch ins Ausland gehen. Man muss andere Dinge erfahren, andere Forschungsgruppen, neue Technologien. Ich glaube, für einen Wissenschaftler ist es eine gute Wahl, ins Ausland zu gehen. Mir war dabei egal, ob Deutschland, USA, Italien oder Frankreich. Ich wollte dahin gehen, wo ich meine Forschung machen kann. Um junge Forscher wie Maria Bicou und ihre Kollegen buhlen Universitäten und Forschungszentren auf der ganzen Welt. Im Moment haben griechische Institute bei diesem Spiel schlechte Karten. Es wird eine Mammutaufgabe werden für das Land, diese Menschen zurückzuholen. Es ist der Schlüssel zum Weg aus der Krise, wenn man versteht, warum diese Menschen abwandern. Wir wissen einfach, dass in Griechenland es eben eine dramatische Überbürokratisierung gibt. Wir wissen auch, dass Menschen in Griechenland in Jobs hineingesucht werden, nicht weil sie eben was besonders gut können, sondern weil sie eben jemanden besonders gut kennen und das meistens in der Politik. Und hier sieht man einfach den Schlüssel für die Zukunft. München. Die Erzieherin Machi Tsatsali denkt oft an Griechenland. Wir begleiten sie in ihre Einzimmerwohnung. Beim Einrichten hat ihre Mutter geholfen. Sie kam dafür extra aus Athen. Die Bindung zur Familie ist eng. Die Ferien verbringt die Erzieherin in der Heimat. Im Gepäck mühsam erspartes Bargeld, mit dem sie ihre Familie finanziell unterstützt. Ja, natürlich, ich kann mit dieser Art meine Familie unterstützen und das mache ich. Hallo! Ob Griechenland und seine Wirtschaft wieder auf die Beine kommt, darüber entscheiden junge Fachkräfte wie Machi Tsatsali. Nur wenn das Land durch Reformen wieder attraktive Jobs bietet, kommen sie zurück. Eigentlich wollte die Kanzlerin in der vergangenen Woche ganz routiniert einen sogenannten Bürgerdialog veranstalten. Doch dann wurde sie konfrontiert mit dem Schicksal von Rehn, einem Mädchen, das in einem Flüchtlingslager im Libanon geboren wurde und inzwischen in Rostock wohnt. Ihre Tränen zeigen, was es heißt, das Leben zwischen geduldet sein und drohender Abschiebung. Seitdem wird in der Politik heftig über Flüchtlinge diskutiert, auch angesichts der steigenden Zahlen. Auch heute gab es dazu ein Gespräch in Berlin. Die Wirtschaftsverbände hoffen, dass viele Flüchtlinge eine Chance sein könnten, um den Fachkräftemangel abzufedern. Wir haben seit über einem Jahr einen Flüchtling begleitet. Einen, der alles tut, um seine Ausbildung hier zu Ende zu bringen. Aber das wird ihm nicht immer leicht gemacht. Diesen Motor muss Azubi Sabiola heute checken. Warte mal, Sabi, der ist noch nicht ganz drauf. Es gibt viel zu tun zurzeit in der Werkstatt vom Autohaus Kofler in der Nähe von Nürnberg. Und Sabiola ist der einzige Azubi hier. Aber er lernt schnell. Ist er verrastet? Super. Nee, schon gut. Sabiola ist anders als die Azubis, die sie bisher hatten. Komplett kaputt. Sabiola Karuki ist Flüchtling aus Afghanistan. Im Bürgerkrieg verlor er dort seine Eltern. Vor 5 Jahren kam er dann nach Deutschland. Alleine, wollte sich hier ein neues Leben aufbauen. Deutsch gelernt, Schulabschluss, jetzt sogar die Ausbildung, damit er sein eigenes Geld verdienen kann. Ich will nicht die ganze Zeit zur Stadt gehen und bitten, ey, bitte gib es mir das und das. Sein Chef ist froh, dass er ihn in der Ausbildung hat. Horst Kofler hat lange gebraucht, einen motivierten Azubi zu finden. Mittlerweile wird schon schwierig, muss man ganz ehrlich sagen, dass man Leute kriegt. Der Nachwuchs fehlt. Nicht nur hier. Es ist ein generelles Problem für Ausbildungsbetriebe in Deutschland. Fast 40.000 Lehrstellen blieben allein im letzten Jahr unbesetzt. Wegen des demografischen Wandels und weil viele Schulabgänger lieber studieren, gibt es zu wenige Bewerber für die Betriebe.
Und das Problem könnte sich in den kommenden Jahren noch verschärfen. Diverse Wirtschaftsverbände und Kammern fordern deswegen, jetzt auch Flüchtlinge auszubilden. Für die Wirtschaft ist es eine große Chance, die nicht besetzten Ausbildungsplätze zu besetzen. Wir vermuten, dass wir ähnlich wie im vergangenen Jahr Tausende und Abertausende Ausbildungsplätze nicht mehr besetzen können. Die Flüchtlinge sind ein Baustein bei uns, um Fachkräftesicherung zu betreiben. Also das wird für uns ganz, ganz wichtig. Wir versuchen hier, die Jugendlichen mit in unsere Ausbildungsplätze zu integrieren und damit natürlich auch in die Gesellschaft, in den allgemeinen Alltag mit einzubringen. Und da sehen wir große Möglichkeiten. Flüchtlinge ausbilden und so integrieren. Hier in der Werkstatt klappt das ziemlich gut. Schauen wir es euch nochmal nach. Sabiola gehört fest zum Team. Passt. Ja. Alle sind froh, dass er hier ist, würden ihn am liebsten übernehmen nach der Ausbildung. Nur, dass er bleiben kann, das ist nicht sicher. Dieses Dokument zeigt, Sabiola ist nur geduldet in Deutschland, die Abschiebung nur ausgesetzt. Vor einem halben Jahr. Wir sind dabei, wie Sabiola wegen dieses Dokuments zur Ausländerbehörde muss. Schauen wir mal, wie geht weiter. Ne? Hier entscheiden sie über seine Zukunft. Ob er bleiben darf oder abgeschoben wird, es liegt im Ermessen der Behörde. Und? Ja. Und dann haben gesagt, wir können jetzt nicht entscheiden. Vielleicht bleiben sie hier, vielleicht auch Abschiebung. Weiß wer nicht. Die Ausbildung darf er zwar machen, seine Zukunft in Deutschland bleibt aber weiterhin ungewiss. Aber mit welchen freien Gedanken ich weitermache? Ich kann nicht das, wirklich. Also. In 3 Monaten muss er wieder herkommen. Dann wird neu entschieden. Wegen dieser Unsicherheit kann er sich beim Lernen oft nicht konzentrieren. Dabei sind bald Zwischenprüfungen. Sabiola weiß aber nicht mal, ob er dann noch in Deutschland sein wird. Und viel Zeit zum Lernen hat er sowieso nicht. Er hat auch noch einen Nebenjob. Mehrmals die Woche hilft er in einem Nürnberger Gasthaus in der Küche aus. Denn das Azubi-Gehalt alleine reicht nicht. Weil ich muss meine Wohnung bezahlen und ja, selbstständig will machen. Deswegen. Ja. 3 Monate später. Es ist wieder soweit. Sabiolas Duldung läuft aus. Deswegen muss er zur Ausländerbehörde. Schon wieder werden sie hier heute über seine Zukunft entscheiden. Hey, ja, ich war dort und die haben wieder verlängert vor 3 Monaten. Jetzt ich kann ein bisschen konzentrieren, bis 3 Monate habe ich, dass die Zwischenprüfung bis vorbeigeht. Ja, den Rest weiß ich nicht. Trotz Nebenjob, wieder nur 3 Monate verlängert. Stress auch für seinen Chef. Schließlich hat er schon viel Zeit und Geld in die Ausbildung gesteckt. Doch jetzt plötzlich Hilfe durch die Politik. Ein neues Gesetz, das die Situation ändern soll. Genau. Ausbildung und Duldung für jeweils ein Jahr. Laut Gesetz soll ein geduldeter Flüchtling in Ausbildung zukünftig immer nur noch einmal pro Jahr die Duldung verlängern müssen. Aber Duldung ist, das bedeutet, dass die können jede Sekunde auch Abschiebung machen. Das habe ich Angst von das. Aber nee, das ist da so geschrieben, dass das nicht der Fall ist. Du hast ein Jahr Planungssicherheit. Bis aufs Jahr drauf wieder ein. Also ein Jahr. Das ist doch eine gute Perspektive, oder? Ja, wenn so klappt. Steht doch hier. Immerhin. Während der Ausbildung werden sie hier jetzt Sicherheit haben, dass Sabiola bleiben darf. Wie es danach weitergeht, ob sie ihn hier übernehmen können, das wird dann wieder die Behörde entscheiden. Das wird. Ich habe Hoffnung, ja. Das wird. Tja, der Umgang mit Flüchtlingen, das ist auch ein Thema. Heute bei Thomas Roth in den Tagesthemen. Ja, Markus Bornheim, in der Tat, auch bei uns geht es gleich um Flüchtlinge in Deutschland und natürlich um die Debatte, wie sie gerecht unter den Bundesländern dann aufgeteilt werden können. Uns interessiert aber auch noch eine ganz andere Frage. Wie werden die Angehörigen der Opfer des Germanwings-Absturzes angemessen für ihr Leid entschädigt? Das alles gleich bei uns in der Tagesthemen.
Vielen Dank, Thomas, nach Hamburg. Wenn Sie mehr wissen wollen zu unseren Themen, dann schauen Sie mal nach auf plus-minus.de oder im ARD-Textseite 375. Das war's von uns. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hier im Ersten. Machen Sie es gut. Bis bald.